That's it. Und es schmeckt wirklich so lecker. Was geht ab, Vegan Savages? Wie ihr sehen könnt, bin ich bei Alnatura. Ich bin ja gerade in München und den Alnatura kenne ich 0,0, da war ich noch nie. Und ich wohne ja in Berlin und den Alnatura in Berlin kenne ich sehr gut. Und im Laufe des Videos werde ich euch sagen, ob da irgendwie ein Unterschied besteht. Ist hier weiterhin Maskenpflicht, deswegen mache ich wieder ein Voice-Over, so wie im Lidl Süd Video. Denn sonst versteht man mich einfach nicht gut. Ja, ich hoffe, das ist bald vorbei. Aber bald und Corona sind zwei Begriffe. Die passt nicht wirklich zusammen. Okay, wir gehen jetzt rein. Ich mag Alnatura sehr. Das ist der erste Bioladen in meiner Serie, wo ich Discounter, Bioläden, Reformhäuser, Online-Shops, whatever, teste, wie veganfreundlich die sind. Und jetzt machen wir den Check bei Alnatura. Let's go. Schon mal der erste Tipp. Bei Alnatura an der Kasse, zumindest bei mir, da gibt es diese Chips. Da hat man immer einen Euro parat und das ist einfach aus Holz. So hat man immer einen Wagenöffner da und es hat kein Plastik. Wie versprochen, das Voice-Over. Hier sehen wir eine große Bäckerei. Alnatura hat eigentlich auch immer eine Bäckerei. So Brot und alles, da gibt es sicher viel Veganes. Hier gibt es auch viele Kuchen und so, Gebäck. Aber da weiß ich nicht, wie veganfreundlich das ist. Schaut mal, wie gut diese Erdbeeren aus Deutschland ankommen. Und dass alles Bio ist, muss ich nicht sagen. In einem Bioladen ist alles Bio. Aber die Erdbeeren sahen so gut aus. Und wieso ich hier die Obst- und Gemüseabteilung so abfilme? Denn eigentlich konzentriere ich mich auf Produkte, die jetzt keine Grundnahrungsmittel sind, sondern halt so spezielle Produkte. Ist einfach, weil das so unverpackt ist. Kaum Plastik. Hier, was ich auch so cool finde, torffreie Erde und so Verpackungen, also so Beutel, die man wieder benutzen kann. Schaut mal, wie diese... Oh, das geht hier alles viel zu schnell. Zuckererbsen, wie groß die waren. Und ihr seht hier quasi nichts im Plastik. Shiitake-Pilz habe ich, glaube ich, noch nie roh gesehen, sondern halt meistens gefroren, wenn ich sie kaufe oder halt schon in dem Gericht, wenn ich essen gehe. Aber ich habe die noch nie roh gekauft. Ich glaube, ich gehe mal zurück. Auch hier, Kräuterseitlinge. Ich glaube, ich habe die noch nie gegessen. Ich glaube, ich gehe zurück zu Alnatura und kaufe einfach alle Pilze, die die haben. Pilze sind oft teuer, außer hier zum Beispiel Aktionspreis. Champignons, man kennt es. Die sind meistens preiswert, aber andere Pilze, so Pfifferlinge oder so, so teuer. Hier finde ich auch so cool, die mit Schuldatteln kann man sich einfach selber unverpackt mitnehmen. Aber wer es jetzt hier so praktischer will, der kann es auch in Plastik kaufen. Aber man hat die Alternative, quasi alles an Obst und Gemüse unverpackt zu kaufen. Schaut euch mal die Riesenauswahl an Tomaten an. Ey, das macht mich so happy. Ich liebe Bioläden. Oder hier, Austernpilze. Glaube ich, habe ich noch nie gegessen. Also bestimmt schon mal, aber nie selber gekauft, denke ich. Oder hier... Man kennt's, Beeren sind eigentlich immer in Plastik, hier einfach in Pappe. Kräuter kann man sich einfach selber nehmen, also das liebe ich so und weiß es so zu schätzen an Bioläden. Oder kennt ihr lila Karotten? Kauft mal lila Karotten. Denn die Farben sind ja die Antioxidantien und dementsprechend sind sie halt oft noch reicher an Antioxidantien, wenn sie halt besonders die Farben intensiv sind oder dunkel, wie zum Beispiel lila. Genau, da habe ich Fairtrade abgefilmt, da findet man auch viel Fairtrade Coffee und so und halt oft gesunde Alternativen wie bei Brot, hier zum Beispiel Zwieback, Vollkornzwieback findet man meistens nur in Bioläden oder einfach ein simples Vollkornbrot wie das hier für nur 99 Cent, Roggenvollkorn, einfach ganz simpel und Vollkorn ist ein geschützter Name, das heißt, wenn Vollkorn draufsteht, ist nicht nur, aber hauptsächlich Vollkorn drin, also die erste Zutate wie hier zum Beispiel Roggenvollkornschrot, Natursauerteig, Wasser, Meeressalz, Hefe und that's it, alles Bio. Und meistens ist im Brot immer noch irgendein Sirup oder Zucker drin, damit es einfach leckerer, süßer schmeckt. Aber hier ohne oder hier gekeimter Dinkel, sogar gekeimtes Brot. Und hier noch einmal kurz, wie schön einfach das Obst und Gemüse ist, wie schön diese Hokkaido-Kürbisse sind. Deswegen kaufe ich hauptsächlich echt Bio immer mehr und mehr. So früher war es so 50-50 und jetzt ist es schon mehr als 50%. Einfach weil es auch so lecker schmeckt. So zum Beispiel die Süßkartoffeln schmecken Bio so viel besser meistens als nicht Bio. Hier Riesenabteilung von Müsli und Cerealien. Und da bezüglich Cerealien ist es verrückt. In den normalen Cerealien, besonders in den Staaten, ist es hauptsächlich Zucker. Also so... Ein Drittel und leider auch teilweise mehr von Cerealien sind eigentlich nur Zuckers, also eigentlich nur Junk. Und ich liebe einfach Bioläden, denn klar, hier findet man auch alles voll mit Zucker. Ist zwar Bio, macht halt keinen Unterschied, aber man findet halt auch einfach zum Beispiel Cornflakes. Einfach nur Cornflakes, ohne irgendwas hinzugefügt, außer jetzt ein bisschen Salz.
Cashewnüsse und Meeressalz. Ich habe noch nie Cashewmilch probiert, also bestimmt mal, aber ich kann mich nicht erinnern. Deswegen habe ich die gekauft und wir machen später den Taste-Test. Und die Aber ich kaufe nicht so gern Milch aus Nüssen, denn wie ihr hier seht, sind es nur 6,5% Cashews. Das heißt, und sagen wir Meeressalz, sagen wir es sind 1%, also 7,5%. Was anderes aus als Wasser und der Rest ist Wasser. Also über 90% ist einfach Wasser. Und dementsprechend zahlt man einfach 2 Euro irgendwas für quasi hauptsächlich Wasser. Und deswegen kaufe ich zum Beispiel auch lieber Sojamilch. Also jetzt das ist nicht der Hauptgrund, sondern weil sie einfach proteinreicher ist und mir auch gut schmeckt und so zu allem passt, wie ich finde. Aber Sojamilch oder Hafermilch oder so, die ist halt aus einem viel größeren Anteil aus Soja, Bohnen oder Hafer. Aber ja, ich will sie mal probieren. Hier so viel Aufstriche. Ich empfehle euch, probiert euch da einfach mal durch. Aber vergesst nicht, was ich so oft vergesse oder in der Vergangenheit habe. Bio-Laden heißt nicht, dass alles vegan ist. Und ich weiß noch in der Vergangenheit, so im Bio-Laden gab es was zu probieren. Sogar auch in dem Alnatura in Berlin. Irgend so eine Schokocreme. Ich so, oh ja, lecker, probier. Guck's, schmeckt irgendwie so ein bisschen, bisschen komisch für meinen Geschmack. Guckst du drauf und da waren halt irgendwie Milcherzeugnisse oder Molkeerzeugnisse drin, halt nur so ein ganz bisschen. Da war ich so, oh Mann, hier ist ja nicht alles vegan, nur weil es ein Bioladen ist und überwiegend vegan ist. Das nicht vergessen. Aber ja, wenn euch das passiert, wenn ihr was nicht Veganes esst und ihr euch vegan ernährt, dann überhaupt nicht schlimm. So, nehmt es einfach wahr, verzeiht euch selber, vergesst es und konzentriert euch auf die nächste Mahlzeit, dass die wieder vegan ist. Oder auch wenn ihr irgendwie krasse Cravings habt und oh, ich brauche jetzt diesen Schokoriegel und ihr esst ihn, dann fühlt euch nicht mega schlecht, sondern verzeiht euch, vergesst es, konzentriert euch auf eure nächste Mahlzeit und dass die wieder vegan ist. So, Veganismus bedeutet nicht Perfektion, sondern einfach das wenigste Leid zufügen und so gut es geht, das zu machen, also vegan zu leben, aber 100% vegan geht gar nicht. Denn allein wenn ich in den Supermarkt fahre, töte ich, keine Ahnung, 10 Fliegen und selbst sind tierisch, egal, darum geht es in diesem Video gar nicht, können wir mal mit anderen darüber reden. Erdnussmus fein, schon ab 1,99, wie billig werden denn Erdnussmuße? Einfach für 1,99. Das heißt, ich kaufe ja immer die 500 Gramm Packung, weil 250 ist für mich viel zu klein, diese kleinen Gläser. Eine 500 Gramm Packung, das wären dann nicht mal, also knapp 4 Euro. Wow. Hier sind wir bei den Flocken und da habe ich Sojaflocken genommen. Das ist einfach 100% Soja und die probieren wir später zusammen aus. 100 Gramm haben einfach 41 Gramm Eiweiß. So eine Eiweißbombe. Könnt ihr einfach so neue Porridge mit reinmischen oder andere Flocken wie Buchweizenflocken, Dinkelflocken oder so Fünfkornflocken, wo einfach ein Mix ist aus Weizenvollkorn, Gerstenvollkorn, Hafervollkorn, Roggenvollkorn, Reisvollkornflocken. Also man kriegt die ultimative Vollkorngetreidebombe aus 5 verschiedenen Vollkornquellen. Habe ich auch gekauft. Hier die ganzen Trockenfrüchte und hier Riegel. Ich dachte, das wären schon alle, aber hinten kommt eine riesen Auswahl mit mehr Riegeln. Ich liebe den von Rawbite, den Proteinriegel. Und Rawbite ist eh so eine coole Firma, genauso wie Life Bars, weil das sind einfach nur Whole Foods, also Datteln, Nüsse, Samen, Vanille und so weiter, Kakaopulver und schmeckt einfach extrem lecker und sind einfach gesunde Whole Foods. Und den Peanut habe ich mal probiert, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war so vor wirklich so vielen Jahren mit Tanja zusammen, kam der so neu raus, haben wir den mal probiert, aber ich kann mich nicht erinnern, deswegen habe ich ihn gekauft und wir probieren ihn später, weil ich kann mich erinnern, dass der so gut schmeckt, aber ich weiß nicht mehr genau, wie der schmeckt, deswegen probieren wir ihn aus. Da war ich so, oh ja, ich will mal was aus Kokos, so ein Kokosriegel, der halt so schmeckt wie Bounties. Aber hier habe ich gesehen, Vollmilchpulver, da mache ich so, okay, der ist nicht vegan, hier habe ich geguckt, oh, Vollmilch, da muss ich gar nicht auf die Zutaten gucken. Und dann hier, oh, Kokoshappen vegan, da war ich so, ja, dich nehme ich mit, hier die Zutaten. Und ihr wisst, Maiswaffeln ist eins meiner Lieblingsprodukte. Ich liebe Maiswaffeln, Mais, auch ein gesundes Vollkorngetreide. Gepuffter Mais hat sogar noch weniger Kalorien, weil es halt viel Luft auch drin ist, weil es ja ein gepufftes Getreide ist. Und Maiswaffeln sind einfach so lecker. Und hier habe ich geguckt, die Reiswaffeln bei Alnatura sind alle Vollkorn. Die mit Salz und die ohne Salz sind alle Vollkorn. Es gibt gar keinen weißen Reis mehr. Weiße Reiswaffeln finde ich so cool. Die Mais-Amaranth-Waffeln, die mag ich nicht so gern.
Weil die sind so dünn. Die sind mir einfach zu dünn. Ich mag die dickeren. Da hat man richtig was zu beißen. Hier, das finde ich auch ganz cool. Mehrwegverpackung sind sinnvoll. Für immer und immer wieder, genau. Und da haben die so zum Beispiel Peanut Butter. Dann kann man die Gläser einfach immer wieder zurückgeben. Ich finde es so ein bisschen komisch, dass es aus China kommt. Da haben sie auch Cashew, Mandelmus, unten noch so ganz viel Nussmixe und Müslis. Finde ich cool, denn it's all about reduce, reuse, recycle. Und hier Yerba Mate. Falls ihr eine Alternative zu Kaffee oder grünem Tee wollt, irgendwas anderes mit Koffein, probiert mal Yerba Mate. Ich mag es nicht, ich finde es extrem bitter, aber ich habe es auch noch nie. Also ich habe es halt einfach lange ziehen lassen und so und da wird ja alles bitter wie grüner Tee und so und ich liebe einfach Kaffee. Aber ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Yerba Mate. Boah, ganz schön teuer. 10 Euro für... Aber... Ja, sind auch viele Blätter drin. Ich meine, keine Ahnung, ich kenne mich mit Yerba Mate nicht aus. Aber hey, enthält Koffein. Ihr könnt es mal ausprobieren als Alternative. Genauso wie Guarana oder Matcha. Hier, Falafeln gefroren. Mega clean. Einfach Kichererbsen, Zucchini, Zwiebeln, Kichererbsenmehl. Und dann Öl erst. Aber die ersten Zutaten sind einfach... Also fast die Hälfte ist eine Hülsenfrucht und dann viel Gemüse. Und ich liebe Falafeln, gleich mitgenommen. Freue mich, die dann auszuprobieren im Laufe des Videos. Hier auch einfach klein gestückelten Ingwer gefroren, mega praktisch. Oder Kräuter. Ich mag gefrorene Kräuter nicht so, weil meistens, also bei der Verpackung weiß ich nicht, ist halt auch immer viel Plastik, deswegen mag ich es auch nicht. Aber meistens bei diesen Verpackungen hier oben sieht man die. Die kleben dann immer so zusammen und dann wird das Portionieren von Kräutern einfach schwer, weil dann fällt dann so ein fetter Klumpen Ding, nicht Dinkel, ein fetter Klumpen Dill rein und dann hat man viel zu viel Dill oder zu wenig und das lässt sich auch nicht so schön streuen, dass es schön aussieht. Aber ist halt super praktisch, weil es wird nicht schlecht, aber ich liebe einfach gefriergetrocknete Kräuter, denn die kann man schön portionieren und die werden auch nicht schlecht. Die gefrorenen sind wahrscheinlich noch nährstoffreicher als die gefriergetrockneten, aber ich glaube, letztendlich tut sich da nicht so viel, weil Kräuter einfach so extrem gesund sind. Genau, und wenn ihr eben Plastik vermeiden oder vermindern wollt, dann könnt ihr auch vermindern, ihr wisst, was ich meine, dann könnt ihr einfach hier das aus Pappe nehmen, was ich schade finde, denn ich würde so gern darauf eigentlich immer zurückgreifen, aber die Packungen sind immer so mini. Das sind halt immer so 500, 600 Gramm Packungen oder nur so 200 Gramm Packungen oder 300 steht hier. Und ich will halt diese Kilo-Packung, 2-Kilo-Packung. Und hier im Gefrierschrank gibt es so viel Veganes. Kimchi, der auch nicht erhitzt wurde. Das heißt, er hat eben noch probiotische Eigenschaften. Und meine Empfehlung ist hier, probiert euch einfach mal durch. Ich weiß, man ist extrem überfordert, weil die haben so ein großes Sortiment. Besonders jetzt vegan Grillen, die ganzen Würstel und alles, was man hier auf den Grill packen könnte. An Tofu, Seitan, Lupin. Zum Beispiel hier Tempeh, da haben sie auch verschiedene Tempeh und den Curry Tempeh von Tempeh Manufaktur, der schmeckt so göttlich. Tempeh, falls ihr nicht kennt, das ist einfach fermentierte Sojabohnen, also noch gesünder als Tofu und so lecker. Der Seidentofu hier, das Design von Alnatura ist auch neu, das sieht richtig schön aus. Schaut mal, wie lecker diese Suppe aussieht bei dem Seidentofu. Und ja, meine Empfehlung, geht ins Kühlregal, probiert euch durch, ihr findet alles Mögliche. Hier gibt es den Sojajoghurt, den ich liebe. Einmal, wieso liebe ich den? Weil der hat oben nicht diesen Plastikdeckel drauf, den ich so sinnlos finde. So spart man schon mal ein bisschen Plastik. Und er hat einfach keinen Zucker und irgendeinen Schrott, sondern ist einfach nur Soja. Mit ein bisschen Salz und guten Kulturen. Dementsprechend hat er auch minimal probiotische Eigenschaften. Wie viel dann noch im Darm übrig bleibt, ist eine andere Frage. Aber ja, hier gibt es eben auch die Quark-Alternative, das wollte ich euch zeigen. Da ist irgendein Ballaststoff oder so hinzugefügt, dass die Konsistenz wirklich mehr wie Quark ist, also dickflüssiger. Aber kostet halt 2,29 und der normale, der genauso viel enthält, kostet, genau, das sind so 60 Cent mehr. Die sind es mir halt nicht wert. Ich kaufe den normalen. Aber wenn ihr jetzt irgendein Rezept machen wollt, wo ihr eben eine dickflüssige Quarkkonsistenz braucht, dann nimmt den. Der hat wirklich eine super Quarkkonsistenz. Hier zum Beispiel vegane Slices vom Rauch. Einfach aus Seitan. Schaut mal, wie lecker deftig die einfach aussehen. Also habe ich auch noch nie probiert. Oder hier der gebackene Tofu oder... Bratfilets, probiert euch da einfach mal durch. Oder Kefir, denken ja die meisten, gibt es nur aus Milcherzeugnissen. Nein, gibt es auch zum Beispiel wie dieser Kefir aus Soja.
Oder Frühlingsrollen. Tanja fährt auf diese Frühlingsrollen immer ab. Hat die immer gekauft. Oder hier aus Lupine. Lupine ist wie Soja. Ungefähr ziemlich gleich so von den Nährwerten. Ist halt auch eine Hülsenfrucht, die sogar hier in Deutschland relativ gut wächst. Also kann man dann auch regional beziehen. Und ich hoffe, die Lupine kommt noch mehr und mehr in den Trend. Denn weil man sie eben einfach anbauen kann, hier in Deutschland. Veganes Eis. Ice Date. Ich liebe die. Denn Eis heißt nicht, dass man was Ungesundes essen muss. Ihr seht es ja bei mir jeden Tag. Meine Nice Cream, Bananen-Eiscreme, wo ich einfach die gesündesten Früchte abdecke, Beeren mit gefrorenen Bananen und dann noch ein Scoop VivoLife Perform, also veganes Proteinpulver für mehr Nährstoffe, Protein und Geschmack. Oder ihr kauft euch hier ein Eis, wie von Ice Date, hier zum Beispiel, nur drei Zutaten. Cashew-Creme, also Cashewkerne mit Wasser, Datteln und Kakaopulver. That's it! Und es schmeckt wirklich so lecker. Hier sechs Zutaten, Cashew und dann Waldfruchtmischung, also verschiedene Beeren und dann noch Datteln. That's it! So cool. Hier Vanille, das habe ich dann auch gekauft. Einfach nur Cashewkerne, Datteln, Mandeln und Vanille. Genau, das habe ich auch gekauft. Ice Date, riesen Shoutout für gesunde Eiscreme. Also wenn ihr euch jetzt nicht einfach nur gönnen wollt, dann wenn ihr euch gönnen wollt, kauft ein veganes Magnum Eiscreme oder irgendeins der anderen. Das ist halt meistens hauptsächlich Zucker und Öle. Aber gönnt euch, dafür ist ja Eis so auch oft da, um sich halt was zu gönnen und man isst da ein bisschen und genießt. Aber wenn ihr es eben auch gesund wollt und ich finde, es schmeckt extrem lecker, dann probiert mal zum Beispiel Ice Date oder macht einfach Nice Cream selber. Süßkartoffeln gefroren, schon in so Chips geschnitten, dachte ich, hey, wie praktisch, hab's auch gekauft. Aber ihr werdet später im Laufe des Videos sehen, wieso ich eher davon abrate, deswegen bleibt dran. Habe ich ja auch entdeckt. Wie heißt das? Klöße oder so, Kartoffelklöße. Mega clean, einfach hauptsächlich halt Kartoffeln, bisschen Stärke. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht gesehen, Kartoffelklöße oder so, die werden wir auch in dem Video machen, ich freue mich. Vegane Pizza, hier irgendwas von Brigitte, keine Ahnung, das sah jetzt nicht so lecker aus. Die sieht sehr lecker aus. Pizza Pesto, auch vegan. Aber ja, Dattelsüße, ich bin jetzt nicht so der Pizza-Fan. Es geht. Ich mache gerne meine eigene Pizza und halt dann mega gesund mit viel Hülsenfrüchten und Gemüse drauf. Ohne Käse oder mit Hefeflocken drauf. Dattelsüße. Einfach aus 100% Datteln steht drauf. Wenn ihr irgendwie was süßen wollt auf gesund, dann nimmt und halt dass diese kristallige Form haben soll wie Zucker, dann nimmt Dattelzucker. Denn es ist einfach ein Whole Food. Es sind 100% Datteln getrocknet und gemahlen. Das heißt, alle Mineralstoffe, alle anderen Nährstoffe, eben Ballaststoffe, Nährstoffe, die an Ballaststoffe gebunden sind und so, sind alle noch drin. Und Datteln sind so mineralstoffreich, eins der höchsten in, ich will jetzt keinen Schmarrn erzählen, Potassium, glaube ich, sind sie extrem reich. Ja, deswegen Dattelzucker ist jetzt halt ein bisschen, kristalliker wie normaler Zucker, also löst sich nicht so gut auf, aber extrem süß, so viel Backen und so benutze ich eigentlich nur. Oder wenn ihr es eben wirklich cremig wollt, nehmt, also dass sich das richtig gut auflöst, nehmt einfach ganze Datteln, ein bisschen Wasser im Mixer und macht Dattelpaste draus. Die könnt ihr dann im Kühlschrank wirklich lange benutzen für alles Mögliche zum Süßen, Backen, euer Frühstück, Porridge, whatever. Und das wird so cremig. Das hat Tanja immer gemacht, einfach Datteln mit Wasser mixen in ein Glas und dann könnt ihr es immer benutzen und es löst sich super auf und ihr habt einen extrem gesunden Süßstoff. Vollkorn, wisst ihr, ist ein geschützter Name. Das heißt, das ist auch Vollkornmehl. Es gibt so viele Buzzwörter wie, keine Ahnung, das ist dann aber oft kein Vollkorn. Es muss wirklich Vollkorn oder im Englischen Whole Grain draufstehen, dann enthält es auch das. Und lasst euch da nicht verarschen, besonders in den Staaten tun sie dann so oft einfach Rosinen-Sirup dazu, damit es braun aussieht, obwohl es halt einfach nur Auszugsmehle sind mit Zucker. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was sind diese Typ-Sachen? Es steht ja immer, wenn es nicht Vollkorn ist, steht ja auf den Mehlen Typ, hier zum Beispiel 405. Das heißt, dass 405 Milligramm Mineralstoffe drin sind. Wie die das machen, die verbrennen das Mehl und messen dann, wie viel Mineralstoffe noch in der Asche enthalten sind. 405, das ist so das unterste Spektrum, also da fängt es an, das ist ein krasses Auszugsmehl. Was haben wir hier? 1050 ist schon wesentlich besser, also da hat man schon wesentlich mehr, halt 1050 Milligramm Mineralstoffe pro 100 Gramm Mehl. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist Vollkorn? Wie viel
welcher Typ wäre das? So zum Beispiel bei Weizen, da ist es 1700 bis 1800 Milligramm Mineralstoffe pro 100 Gramm Mehl. Also ihr seht, da sind noch Welten zwischen Vollkorn und ein 1050er Typ. Also das sind nochmal 700 bis 800 Milligramm mehr. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also immer, sprich, umso gesünder ihr es wollt, wenn ihr nicht Vollkorn wollt, aus welchem Grund auch immer. Wenn ihr nicht Vollkorn wollt, dann nehmt den höchsten Typ für die meisten Mineralstoffe. Ich hoffe, es war verständlich. Gönnt euch mal Popcorn und macht einfach mal Popcorn. Ich muss jetzt echt umlernen zu kochen, weil ich benutze ja jetzt keine beschichteten Pfannen mehr, weil ich gelernt habe, wie ungesund Teflon einfach ist. Und mit meiner Teflonpfanne habe ich halt kein Öl, nichts gebraucht und habe einfach mal das beste Popcorn bekommen. Ich muss jetzt echt mal gucken, wir haben unten eine Popcornmaschine. Vielleicht in einem der nächsten Vlogs testen wir die mal, ob das ohne Öl und so klappt. Aber ja, ich habe es nicht gekauft, weil wir haben ja noch so viel Popcorn zu Hause. Auch, es gibt hier Popcorn auch in allen möglichen Farben, halt die Körner. Und ja, bleibt dran, einen der nächsten Vlogs. Und testen wir mal Popcorn. Und dann mache ich auch mal den Test in einer Edelstahlpfanne. Ich kann mich erinnern, in Königsleiten, da haben wir Edelstahltöpfe und da habe ich Popcorn auch ohne Öl super hinbekommen. Ich probiere einfach mal aus. Hier, Lyca. Das ist halt jetzt Eiscreme, wenn man sich gönnen will. Warum ich die hier zeige, weil ich einfach das Design, ich bin einfach ein Design-Freak. Ich liebe Fonts, also Schriftarten, die analysiere ich immer gerne. Und halt, oh cool, mach dann einen Screenshot, suche nach dieser Schriftart und baue sie so in meine Infografiken ein. Und einfach Design, so das ist einfach so ein schönes Design. Aber es ist halt einfach nur Gönnerei, weil es ist einfach Wasser, Zucker. Okay. aber dann Erdnüsse, also passt schon so, wenn man sich halt gönnen will. Aber Lyca oder wie man euch ausspricht, Top Design. Hier, das Eis. Habe ich früher gesuchtet, aber ich konnte nicht aufhören. Da in meiner Massephase, ich habe jeden Tag fast ein so ein ganzes Eis gegessen. Was sind das? 500 Gramm. Und ich dachte halt, das wäre mega gesund, aber geht so. Ich habe dann auch so Nico davon erzählt, er so, wow, ich esse das jetzt täglich, aber dann meinte er, ja, das ist eigentlich auch so wie Zucker. Was war dann nochmal die erste Zutat? Hier war es jetzt anders. Hier ist die erste Zutat Haferdrink, was halt Hafer ist und dann gleich Sonnenblumenöl und dann gleich Agavedicksaft, also nicht so gut. Aber bei vielen war das Dattelextrakt oder sowas, quasi dann nicht die ganzen Datteln, sondern halt auch so die Fructose, halt den isolierten Zucker daraus. Good times früher, wie ich sie einfach weggesichtet habe. Aber hey, gut Muskeln aufgebaut habe, deswegen gönnt euch. Hier fand ich auch cool, Linsen sehe ich irgendwie selten in Dosen, warum auch immer. Und Linsen sind so gesund und deswegen, wenn ihr es praktisch wollt, da bin ich mich auch noch am informieren, ob in Deutschland die Dosen BPA-frei sind. Ich hoffe schon. Ich wage es allerdings, ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Denn in Amerika ist es so schön, da gibt es einfach immer gekennzeichnet BPA-freie Dosen, denn viele Dosen enthalten BPA, weil die BPA-freien irgendwie 5 Cent teurer sind. Oder in Amerika gibt es sie oft auch im Tetrapack, einfach schon gekochte Bohnen, Linsen, Hülsenfrüchte, so praktisch. In Deutschland gibt es leider diese Kennzeichnung noch nicht, denn ich möchte ja BPA so gut es geht vermeiden. Deswegen kaufe ich nicht mehr so viel Dosen. Sondern halt lieber gefroren. Gefroren finde ich super, wenn es halt praktisch sein soll. So. Da hatte ich die Kamera ausgeschalten. Okay, ich laber schon viel zu viel. Es tut mir leid. Ey, diese Videos, ich liebe die so sehr, aber es ist für mich so schwer, die kurz zu halten. Vielleicht machen wir in der Zukunft auch zwei Videos draus. Einmal hier im Laden und dann, wie ich die Produkte teste. Schreibt mir mal in die Kommentare oder wollt ihr das lieber in einem Video und länger oder zwei Videos und kürzer? Ich will halt so viel Senf und euch Input Mehrwert dazugeben, aber dann dauert das Video halt immer so lange. Deswegen machen wir weiter. Okay. Die liebe ich ja. Apfelmark, das ist auch so wie Maiswaffeln oder Tomatensoße, was ich einfach so ein Grundnahrungsmittel oder Sojajoghurt, was ich einfach liebe, was überall bei mir reinpasst. Und das finde ich, das trifft genau meinen Geschmack. Apfelmark mit Guave, Mango und Maracuja. Probiert das mal. Ist nicht jedermanns Geschmack, ist halt Geschmackssache. Aber ja, probiert euch einfach durch. Seht ihr, wie viele es da gibt? Für mich das Beste ist immer noch der Klassiker, einfach nur Apfelmark ist am billigsten, kriegt man in den großen Gläsern. Aber ja, ich wechsle das auch immer durch und das macht mich so glücklich zu sehen. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin vegan seit fast 7 Jahren. Damals, wo ich vegan wurde und in Bioläden gegangen bin, da war hauptsächlich Kuhmilch und ein bisschen Pflanzenmilch. Und in Lidl oder so Pustekuchen, da gab es gar keine Pflanzenmilch. Und jetzt schaut euch das an, das erwärmt wirklich mein Herz. Es klingt so kitschig, aber es ist so wahr. Es ist einfach alles Pflanzenmilch und so ein bisschen Kuhmilch. So eine Reihe ist Kuhmilch, eine Reihe wirklich. Die zweite Reihe ist Kuhmilch und der Rest ist alles pflanzliche Alternativen.
das macht mich so happy. Und das Beste ist, dass die Pflanzenmilch einfach billiger sind. Wir gehen hier ganz runter. Die Lieblingsmilch, die ich kaufe, die war leider ausverkauft. Aber meine Mutter, die hat hier eh Kisten an allen möglichen von Oatly, Barista, Sojamilch, allen möglichen so. Ich muss hier eigentlich eh nie einkaufen. Ich mache diese Videos nur für euch halt nur so zum Spaß, aber nicht, weil ich einkaufen muss. Danke, Mami. Ich weiß, du guckst das Video. Danke, danke so sehr für die Abundance. Aber hier, ich kaufe eigentlich immer für 99 Cent, 99 Cent, ein Liter Sojamilch mit Kalzium. Einfach nur Sojabohnen in Bio-Qualität. Okay, ich muss nicht sagen, dass es Bio ist. In einem Bioladen ist alles Bio. Sojabohnen mit Calcium, also der Rotalge oder Grünalge, irgendeine Alge, Lithotanmium calcareum, die extrem reich in Calcium ist. Dementsprechend hat 100 Milliliter Sojamilch 120 Milligramm Calcium, wenn ich mich nicht täusche. Also genauso viel wie Kuhmilch und ein bisschen Salz und that's it für 99 Cent. Was ein bisschen komisch ist, die ohne Calcium, die hier, die ist einfach nur Sojamilch, die kostet in Berlin 95 Cent. Und hier auch 99 Cent. Vielleicht haben sie es in Berlin auch geändert. Aber letztes Mal war sie noch bei 95 Cent. Und dann die billigste Kuhmilch, die ich hier so sehe, kostet einfach 1,29. Also 20 Cent mehr. Mann, das macht mich so glücklich. Hefeflocken. Kauft doch nicht die im Supermarkt. Die sind so überteuert. Ihr kriegt hier, was ist das? So eine Mini-Packung. 100 Gramm für 3,49 Euro. Geht auf meinen Amazon-Shop. Ich verlinke euch eine. Eine 1-Kilo-Packung, die kostet, lass mich lügen, 18 Euro irgendwas für 1 Kilo. Und wenn man das jetzt hochrechnet, 100 Gramm, also 1 Kilo würden dann 34,90 Euro kosten. Also gönnt euch die Kilopackung für einen viel billigeren Preis, weniger Verpackung, denn sonst wären es einfach 10 solcher Verpackungen und da drin ist nochmal eine Plastiktüte. Genau, holt euch die Kilobeutel, ihr könnt auch die von Koro nehmen. Mit 5% V-Gains 5, aber bei Koro sind es halt nur 250 Gramm Packungen und Hefeflocken so. Ich esse eine so eine Packung über einer Mahlzeit gefühlt. Ich liebe Hefeflocken. Das sind einfach, das ist einfach Hefe, was wirklich schmeckt wie Käse. Also jetzt nicht genau wie Käse, aber käsig und ich liebe es. Es muss in jeden Dip, in jede herzhafte Mahlzeit von mir in die Soße und ist so gesund, so voller B-Vitamine. Aber ja, ich empfehle immer einen Bulk zu kaufen. Kichererbsenreis. Ihr kennt ja Kichererbsennudeln, kennt man ja schon länger, sind auch relativ billig geworden. Also früher waren die wirklich extrem teuer, wo ich vegan wurde und die kamen aus. Aber jetzt gibt es auch Reis. Einfach Kichererbsenmehl und es sieht aus wie Reis. Und das Coolste ist, der dauert einfach nur, wo steht's, 3 bis 4 Minuten, dann ist er fertig. Normaler Vollkornreis, wie ich ihn esse, dauert ja so 40 Minuten zum Kochen. Unbelievable. Freut euch im Video, ich werde den dann auch ausprobieren auf den Geschmack. Und hier, man kennt es eben, Kichererbsennudeln. Ich liebe die auch, weil die haben so viel Protein und die dauern eben auch nur ein paar Minuten. Also die dauern ein bisschen länger, sagen wir mal so 6 bis 12 Minuten oder so. Hier auch aus Erbsen oder aus Linsen. Die habe ich auch gekauft. Tortellinis oder wie hier steht, Cappelletti. Vollkorn, also Vollkorn Cappelletti mit Gemüse drin. Auch einfach 12 bis 15 Minuten. So lecker, wie ihr werdet sehen später, wenn ich es probiere. Und hier, die habe ich mir auch einfach gegönnt, weil die so lecker sind. Die hat mir Melina mal mitgebracht. Das sind so Cookie Dough, ja, wie Pralinen. Und die sind so lecker. Wenn ihr den Vlog sehen wollt, wo Melina mir die gibt und ich sie probiere, dann klickt hier oben auf den Vlog. Damals habe ich ja Daily Vlogs gemacht auf Englisch. Genau, die sind extrem lecker. Und jetzt auch nicht mega chunk. So, die erste Zutat ist einfach Keksteig, der hauptsächlich aus Datteln und Cashewnüssen besteht. Also gar nicht so schlecht. Hier noch viel mehr Waffeln. Aber ihr wisst ja, meine Lieblingswaffeln sind Maiswaffeln. Aber so cool, die haben Linsenwaffeln. Aber bisher leider nur in der süßen 44-Gramm-Packung. Schaut mal, wie klein die ist, 44 Gramm. Aber ich habe die gefragt und sie meinten, wenn sie sich die gut verkaufen, dann bringen sie auch die 100-Gramm-Packung raus. Deswegen schön fleißig die Linsenwaffeln kaufen, damit Alnatura die auch in groß rausbringt, weil ich liebe die. Ist einfach Linsenmehl, dementsprechend ziemlich reich in Protein und mal was anderes. Und da gibt es noch so viel Riegel und auch meine Empfehlung, probiert euch einfach durch. Keep in mind, nicht alle sind vegan, aber die meisten. Meine Empfehlung, Life Bar, den Protein und den Chocolate. Der Chocolate, der schmeckt so schokoladenreich. Und dann habe ich hier einen neuen entdeckt, den habe ich auch gekauft. Karob Haselnuss, den werde ich später auch probieren. Hier, Alnatura hat auch voll viel Babyklamotten, Babynahrung, alle möglichen Kosmetikprodukte und halt oft immer ohne an Tieren getestet, also halt cruelty free,
vegan, naturbelassen, zum Beispiel hier Sante. Die Sante, typisch deutsch ausgesprochen. Sante, vielleicht ist das Französisch, ich weiß nicht. Die Marke mag ich zum Beispiel extrem gerne. Und hier einfach Holzbesteck, Zahnbürsten und so, einfach Plastik vermeiden, wieder benutzen und so weiter. Ich liebe es. Das sind die Sachen, die ich alle gekauft habe, habt ihr jetzt gesehen. Und jetzt geht's weiter im Video, wie ich die Sachen probiere. Stopp, nein, wir müssen hier einen Cut machen. Das Video geht schon so lange und ich habe noch nicht mal alle Sachen probiert. Es wird sonst ein 40, 45 Minuten Video. Und wie ich die Sachen probiere, ich will mir da wirklich Zeit lassen und euch das zeigen, weil ich finde es mega spannend. Und Alnatura hat mich einfach umgehauen. So bei Penny, da geht das Video halt nur 18 Minuten, weil da gibt es jetzt nicht so viel Veganes. Aber bei solchen Läden, ich mache einen Zweiteiler drauf, ich höre jetzt hier auf. Und im nächsten Video, es kommt glaube ich drop sie einfach um die gleiche Zeit oder morgen. Deswegen bleibt dran für den Taste-Test, wie ich die ganzen Sachen probiere. Und das Video wollt ihr nicht missen, weil manche Sachen sind wirklich so, wo ich dachte, die wären mega gut. Und manche Sachen sind so gut, wo ich dachte, die sind einfach nur gut. Deswegen bleibt dran, nächstes Video wird der Taste-Test von Alnatura. Und schreibt mir, ob ihr diesen Style wollt bei Videos oder bei Ketten, wie zum Beispiel Alnatura, die ich so feiere, wo ich mir die Zeit nehmen möchte, dann splitte ich es einfach in zwei Videos. Und wenn es jetzt einfach irgendein Discounter ist, der nicht viel Veganes hat, dann mache ich einfach ein Video draus, denn da gibt es ja eh nicht so viel Veganes. Lang um den heißen Brei geredet, schreibt es in die Kommentare, ob ihr das so feiert oder wirklich ein riesenlanges Video wollt. Aber ich höre jetzt auf zu reden, denn das Video dauert schon eine halbe Stunde. Danke fürs Einschalten. Schaut den Teil 2 an. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Abonnieren nicht vergessen, denn das Video kommt. Ich drop's morgen. Es kommt morgen. Glocke noch, dann kriegt ihr eine Nachricht. Hey, Vegans, zweiter Teil ist da. Aber nur wenn ihr wollt. Freedom is your birthright. Ich bin out. Danke fürs Einschalten. Tschüss.